Ja, und damit möchte ich euch herzlich willkommen heißen zu einem neuen kleinen Let's Play meinerseits. Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal ein kleines Let's Play neben dem Standard-Let's Play, sage ich mal, eines Endlos-Spiels, nicht nochmal eine Kampagne aufnehmen könnte. Die Idee ist ganz gut, finde ich. Und das Mikro ist schief. Jetzt ist es besser. Und ja, da dachte ich mir, einfach mal drauf los, ohne groß nachzudenken. Kann ja auch mal ganz lustig sein. So, gucken wir doch mal die Liste durch. Was haben wir denn hier? Also generell hatte ich so eine Überlegung, die Standardkampagnen dann vielleicht mal so zu spielen. Und dann auch User-Kampagnen. Also ihr könnt mir auch gerne eure Kampagnen zukommen lassen, die ihr selbst gebastelt habt. Und die werde ich dann auch mal durchspielen. Und da mich natürlich köstlichst blamieren. So, mal gucken. Auf zu neuen Ufern, trau nur dir selbst, der Magnat. Pirata, feindliche Nachbarn, im Auftrag des Königs. Ich weiß, was waren eigentlich nach langer Reise nochmal? Aus der alten Heimat kommt, meldet euer Maat nach langer Fahrt, das ersehnte Land in Sicht. Sucht euch eine schöne Insel und gründet eine Siedlung mit 60 Einwohnern. Wenn 40 von ihnen den Status Siedler erreicht haben und eure Bilanz positiv ist, dann werdet ihr weitere Abenteuer in der neuen Welt bestehen. Ich überlege gerade, ob das nicht so langweilig ist für den Anfang. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der an. Einfach so als kurzen, prägnanten, wollte ich schon sagen, als kurzen, knackigen Einstieg. Und danach wuseln wir uns durch die ganzen anderen Kampagnen. Es gibt da genügend. New Canada ist einer meiner Lieblingsszenarien schon immer gewesen, irgendwie schon früher. Aber wir fangen jetzt einfach mal mit Nach langer Reise an. Spiel starten. Irgendwie ist der Sound zwar aus. Ich guck da gleich mal nach, was das Problem ist. Und wir nehmen natürlich wie immer Rot. Und da haben wir auch gleich Eingeborene gefunden. Und ich würde sagen, wir schnappen uns diese Insel hier. So, jetzt gucke ich mal eben nach dem Sound. Der ist eigentlich an. Auch das Gebrabbel ist an. Ich weiß ja nicht, ob man es in einem Video hört, sieht, wie auch immer. Werden wir ja dann sehen. Hören. Sehen, hören. So, unsere Konkurrenz. Ich muss mir dieses so abgewöhnen, das ist irgendwie langsam schon langweilig geworden. Unsere Konkurrenz, die wuselt, der fährt mit uns hier irgendwie auf einer Welle. Nein, fahr doch nicht da lang, du Örkel, oder? Ach, der kommt da durch. Dann war er ja schlau. Okay, ich weiß nicht genau, wo er gründen will, aber es ist mir gerade eine Spur zu heikel. Spur zu Heiko. Moment, ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen. Tja. Kollege, das tut mir nun aber nicht leid, ne? Die Berge sind zwar genau auf der anderen Seite, aber wir kaufen natürlich wie immer gleich mal zu Anfang Werkzeuge ein. So, 60 Einwohner und 40 sollen davon Siedler sein. Das schaffen wir doch in 0, nix. Ich glaube, da brauche ich noch nicht mal Werkzeug eigentlich einkaufen für. Verzieh dich, du kannst eine andere Insel suchen. So, und dann, Moment, das habe ich schon wieder so gesagt, noch ein bisschen Werkzeug raus. So viel brauchen wir gerade nicht. Ach, hier sind der Wege. So. Zwirbeln wir hier erstmal ein lang. Und da kommt auch schon der Händler. Ich überlege gerade, die Fische hätte hier oder nie hier oder. Ja, hier passt sie eigentlich ganz gut. Schön nah am Konto und hat auch aus genügend Fischergründe. So. Guten Tag. Ist aber nett, dass du mir Werkzeuge gibst. So. Achso, man kann ja nebenbei nochmal erkunden, was es hier eigentlich gibt. Geeignet für Tabak 100%. Ansonsten, naja, alles nur so 50%. Es gibt Eisenerz auf der Insel und das Video ruckelt aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht mehr. Oh, wie schön das glitzert. Schade, dass man das meistens im Video nicht sehen kann oder eigentlich immer. Ich weiß immer noch nicht, woran das liegt. Ich werde das vielleicht mal so machen, dass ich das einfach mal abschalte. So. Anbaumöglichkeiten erkundet. So, Eisenerz haben wir. Und Gold wird es wahrscheinlich nicht geben. Warum auch? Eine neue Stadt wurde gegründet. Ach, der blaue Kollege hat sich auch entschieden. Der silberne auch oder der graue oder wie auch immer. Ich hoffe mal, hier gibt es keine Piraten, aber ich glaube, hier gab es keine. Und dann ploppen wir erstmal einen Marktplatz hin und ein Forsthaus, damit wir erstmal wenig roden können. Ich habe unglaublichen Hunger, das ist gerade nicht normal. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt. Das muss ich unbedingt noch nachholen. Ich glaube, ich baue gleich zwei Holzfäller. So.
Okay. So, muss ja alles halbwegs symmetrisch sein hier. So, okay, das sieht gut aus. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. So, dann würde ich sagen, dann baue ich einfach mal in dem Kringelstil weiter. Das reicht hierfür. Wir haben bereits 8 ganze Einwohner. Und schon mangelt es an Holz. Die Zeit kann man ja überbrücken, indem man hier mal eben ein paar Wege baut. Wege. So, ein paar Trampelpfade. Moment. So, ouch, jetzt habe ich mich gerade gestoßen. Okay, das kann... Oh, lecker. Mir wurde gerade ein Amerikaner gereicht. Wollen wir doch mal ganz demonstrativ kosten hier, ne? Kosten. Ja, Ja, Ist schon nicht schlecht. Jetzt wird mir noch eine Wurst gereicht. Eine essbare. Eine kleine essbare Wurst. Auch da will ich doch gleich mal reinbeißen. Sehr würzig. Mein Kollege hier lacht sich schon schlapp. So, Man hätte ja eigentlich auch gleich mal Holz einkaufen können, aber das hat wahrscheinlich alle anderen auch machen. Ach, so, kein Handelsvertrag. Würde jetzt nicht viel Sinn machen. So, jetzt können wir hier ein Häuschen hinbauen, ne? Und dann sollte die Sache auch relativ schnell eigentlich erledigt sein mit der Kampagne hier. Aber ich finde, es gehört einfach dazu, weil wenn ich schon sage, wir machen alle Kampagnen, machen wir auch alle und lassen nicht die kleinen einfachen aus. Wir werden uns schon noch lange genug an den schwierigen aufhalten, glaubt mir. Und dann haben wir noch das Endlosspiel am Laufen. Ja. Kann ich aber gerade leider nicht weitermachen, weil ich nicht zu Hause bin. Da mit dem Notebook gerade bei meiner Schwester abhänge. Ja, und bei meinem Neffen, genau. Und da dachte ich mir, machen wir doch einfach gleich mal eine Kampagnenaufnahme. Wenn schon gefragt wurde. Ja, sorry, dass ich so ein bisschen am Fressen bin gerade, aber das muss sein. Was muss, das muss, ne? So, 20 Einwohner haben wir gleich. Die wollen alle dasselbe. Typisch. Anno 1602 KI. Naja. So sind sie. So sind sie. Ich überlege euch hier gleich mal ein bisschen upspeede. Wegen dem ganzen Holz. Zip. Muss ich ja nicht allzu ewig in die Länge ziehen. Sammeln wir mal eben ein bisschen Holz. Oh, das Lager ist ja voll mit Werkzeugen. So. Oh, jetzt habe ich alle rausgeholt. Ach, egal. So, wunderbar. Zip, zip, nein. Zip, 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 zip. So. Achso, jetzt habe ich was vergessen. Du weg da. Du hin da. Und hier kommt die Kapelle hin. Ich glaube, die... Ja, die müssen wir einen vorschieben. So. Oh, hier so einen Weg rein. Haben wir schon 27 Pioniere. Ich werde das gleich mal kurz ausrechnen. Ich glaube, müssen am Ende 30 Pioniere sein. Oder bleibt es bei 28? 28, okay. Das heißt, wir haben 14 Häuser. 14 mal 6. Jetzt verrechne ich mich bestimmt gleich wieder. 14 mal 6. Ach, mein Kollege rechnet schon aus. Okay. Ausnahmsweise mal. Ich habe die ganze Woche Mathe im Kopf gehabt. Also die ganze Woche hin und her rechnen. Jetzt ist auch mal gut. Also definitiv kommt irgendwas über 60 raus. Mein Überschlag sagt 84. Ja,
Richtig. 84. Das heißt, an Häusern reicht das hier. Dann rode ich hier hinten mal eben den Wald ein bisschen. Mein Laptop fängt gerade höllisch an zu rauschen. Der wird richtig heiß, schon bei diesem... Okay, Fraps läuft ja noch. Fraps läuft ja noch im Hintergrund. Und dann bauen wir hier eine Schafer hin und daneben noch eine. Und dann noch eine Stofffabrik. Okay, da hinten ist es zu weit weg. Bauen wir die hier einfach so auf dem Rand. So. Und dann ist die Sache ja schon fast gegessen. Können wir den Werkzeugeinkauf stoppen. Plopp. Packen noch das vorhandene Werkzeug hier rein. Und danach kommt Bob, der Baumeister, und baut die Stadt aus. 43 Einwohner haben wir schon. Der findet gerade keine Ressourcen mehr. Aber ist ja nicht weiter wild erstmal. Stoffe sind Mangelware. Nein, in diesem Fall zum Glück nicht, aber Nahrung könnte Mangelware werden. Deswegen werde ich nochmal kurz downspeeden und mal eben eine Fischhalte hier noch irgendwo in die Ecke poppen. Vielleicht hier? Nee, da ist sie zu... Ja, hier, hier ist er, perfekt. Irgendwie habe ich also ein bisschen Mitleid mit den Leuten, dass sie nur Fisch fressen können, aber... Naja. Ich bin selber ein begeisterter Fischesser. Ich mag Fisch sehr gerne. Und von daher... Passt das denn schon? So, die ersten Siedler sind in unserer Stadt. Dorf, sorry. Ja, also für kleinere Städte eignet sich dieser Baustil schon ganz gut. Es sieht sehr, sehr ordentlich auch aus, finde ich, sehr symmetrisch. Daher mag ich den Baustil eigentlich ganz gern, aber er ist natürlich nicht so 100% optimal. Es geht immer besser. Am besten ist natürlich, wenn man immer solche Viererkacheln bildet und dann so seine Stadt aufbaut. Weil so kann man den Platz natürlich optimal nutzen. Allerdings ist es ja auch immer nicht so leicht zu machen. Also diese Insel ist optimal dafür, sage ich mal so. Die ist wirklich sehr, sehr schön, die Insel hier. War eigentlich die? Ja. Ja, die ist sehr, sehr schön, die Insel. Und was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Achso, ja, die ist sehr gut für den Baustil eigentlich. Ups, so, jetzt biete ich mal wieder down. Wir haben nämlich schon 77 Einwohner. 60 davon sollten Siedler sein. Das haben wir auch gleich geschafft. Da habe ich die Nahrung verpasst. Die Nachricht verpasst, die da unten eben angezeigt wurde. Guck mal, die haben jetzt gerade mal 2 Siedlerhäuser hier. Die haben die schon wieder alle überholt. Lol, der hat auch 2 Siedlerhäuser. Der hat sowieso einen Nappel hier, aber der hat auch 2 Siedlerhäuser. Obwohl der viel später gegründet hat. Unheimlich, sage ich dazu nur. So, 79 Einwohner und... Ich guck nochmal nach. Ach, 60 Einwohner brauchten wir sogar nur. Und die Bilanz muss positiv sein. Oh, das dauert ja dann doch noch ein bisschen, weil die Einkaufskosten noch da sind. Das biete ich nochmal ab. Also die eigentliche Voraussetzung haben wir ja schon erfüllt. Dann laber ich halt noch die letzten paar Sekunden hier. Man könnte natürlich... Ach, wir können Kontor 2 bauen, das ist cool. Machen wir noch, auch wenn es keinen großen Sinn macht. Und jetzt gucken wir ganz gespannt auf die Bilanz, wie sie nämlich wieder ins Positive rauscht. Und gleich ist es geschafft, hoffe ich. Ja, müsste. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, nein, noch nicht 4, 3, 2, 1. Und der Lüfter zieht hoch und jetzt mache ich auf langsam. Oh, 0. Und jetzt sehe ich meine Maus nicht mehr. Und wir haben es geschafft. Damit danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Kampagne. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War ja nicht allzu viel gewesen, auch nicht allzu groß. Und ich gebe zu, ich habe auch so ein bisschen auf Speedrun gemacht, ja. Aber auch nur, sage ich mal so, damit es für euch nicht langweilig wird, weil das ja noch eine sehr, sehr einfache Kampagne ist. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.